schaue ihn fragend an. Für wen ist das die Antwort? Der blickt dich jetzt an und wenn du nichts sagst, steht er noch den ganzen Rest des Tages hier. Ich schaue verzweifelt zum Boden. Ich hasse es. Ja, gut. Wir sollten das besprechen auf dem Schiff, auf dem Boot. Ihr wisst schon, wo Boltax ist. Ja, ich wollte ihn eigentlich fragen, ob er für mich nachsehen kann. Ja. Ich habe jetzt etwas gefürchtet. Und dann sind wir bei ihr hingegangen, wo der Mann ist, der Dinge weiß. Und ich dachte, er wüsste vielleicht, wo sie ist, aber er weiß es auch nicht. Du weißt nicht viele Dinge, Mann, der Dinge weiß, oder? Nun, ich weiß eine ganze Menge. Ich bin Erzwissensbewahrer. Was weißt du denn? Nun, zum Beispiel weiß ich, was sich in deiner Tasche befindet. Und was befindet sich in meiner Tasche? Ein paar Bogensehen. Wisst ihr denn, was sich in meiner Tasche befindet? Nein. Ein Buch. Er zaubert das hervor. Er hat ein ganzes Buch in der Tasche? Er hat ein ganzes Buch in der Tasche. Wer hätte das gedacht? Ein Hesindegeweihter, der ein Buch hat. Es ist ein Buch über Giftpilze. Nun, das ist etwas spezieller. Das gebe ich zu. Kann ich das haben? Hier. Man hatte erst die Hand danach ausgestreckt und ist dann innegehalten, ihm fiel auf, Menschen und Besitz, und hat dann gefragt. Hier, nehmt das. Oh, danke. Ihr habt mir durchaus die Zeit versüßt. Ihr solltet nicht einfach Bücher verschenken. Er dreht sich aber direkt um und geht straight zu Boltax. Ihr solltet nicht einfach Bücher verschenken, sie sind wertvoll. Nun, und ihr müsst aufpassen. Ja, ich verstehe. Auf eure Bücher. Seid etwas vorsichtiger mit dem Buch. Nur weil ich es dem Elfen erlaube, so damit umzugehen, heißt das nicht, dass ihr es auch machen könnt. Ich bin sehr vorsichtig mit diesem Buch gewesen. Ich habe es auf nicht den anderen Haufen. Auf den anderen Haufen, Abelmir. Gut. Er blickt sich ja mal um, ob Raphim mittlerweile schon wieder da ist, aber nein, ist er nicht. Nun wollen wir einmal schauen, was wir hier haben. Ich kann doch mal die Bücher nach oben. Ich kümmere mich nicht weiter um die Aufräumaktion, sondern ich schaue, was er hat. Kurze Zeit später in der Kapitänskajüte, beziehungsweise auf dem Schiff der Aviander. Diamantis kann dort etwas herumstehen und den Wind genießen, der um seine Nase herumspielt, so ein bisschen sich lebendig fühlen. Und dann treten wohl auch irgendwann Boltax und Zulamin wieder nach draußen. Und während ihr dort an der Reling steht, könnt ihr sehen, wie der Elf auf euch zukommt. Ich glaube, das war eine sehr weise Idee, das Ganze mit dem Horn jetzt schon besprechen zu wollen. Oh, hallo, Boltax. Sprichst du über Instrumente? Das ist schön. Mendarion, was machst du hier? Oh, ich habe den ganzen Tag da hinten auf der Mauer gesessen und auf dich gewartet. Oder darauf, dass der Wind sich dreht und es hier nicht mehr so riecht. Aber beides ist nicht passiert. Und dann habe ich Abelmir und Raphim getroffen. Aber die sind in das Haus von dem grünen Mann, der Dinge weiß, aber gar nicht so viele Dinge weiß, wie er denkt, dass er weiß. Obwohl er sagt, er wüsste mehr Dinge, als er denkt, dass er weiß, weil er weiß, dass er sie denkt, gegangen. Und dann habe ich den gefragt, ob er weiß, was ich wissen will, aber er wusste nicht, was ich wissen will. Und dann hat er Abelmir angeschrien und dann wusste er aber doch, was ich wissen will. Und dann bin ich wieder weggegangen und dachte mir, ich frage dich, mein Lieber. Sorbroschs Enzyklopädie der Giftpilze, nicht wahr? Oh ja, ich dachte mir, du würdest dich darüber freuen, deswegen habe ich sie dir mitgebracht. Oh ja, danke, das freut mich aber. Ja, ich freue mich sehr darüber. Da gibt es eine sehr, sehr interessante Passage über den Ork-Bovisten. Oder Orkland-Bovisten, wie die es Männer... Es ist die neueste Ausgabe von 1031. Oh. Der Elf hält wieder einen Moment lang inne. Und ihr könnt sehen, wie es in seinem Kopf rattert, als er versucht, sich an menschliche Gebräuche zu erinnern. Ach ja, ich glaube, du musst es dann zurückbringen. Das wird sich zeigen in 10, 20, 50, 100 Jahren vielleicht. Man möchte das ja auch. So früh brauchen sie es, glaube ich, nicht wieder. Die haben jede Menge da drüben. So früh können sie die eh nicht alle lesen. Ich glaube auch nicht. Aber du bist gekommen, weil du mich sehen wolltest. Was gibt es denn? Oh, naja, Naran guckt sehr bedröppelt wie 7 Tage Regen auf die See hinaus. Ich wollte eigentlich dort hinaus. Aber es ist echt so schrecklich. Und jetzt will ich doch nicht mehr. Du hast Angst. Das kann ich nachvollziehen. Ich hatte das erste Mal, als ich auf See gefahren bin, auch sehr große Angst. Dann musste ich mich sehr viel übergeben und dann kamen Westwinddrachen. Und dann hatte ich auf einmal das Gefühl, wir müssten diese Drachen töten. Aber dann haben die anderen eine Ziege geopfert und dann waren wir am Zielort angekommen. Jedenfalls habe ich die Hälfte der Fahrt gekotzt. Worauf wolltest du hinaus? Genau das meine ich auch. Man gewöhnt sich aber daran. Und ich dachte mir,
Aber wenn du dich doch schon daran gewöhnt hast, ob du nicht für mich eben nachsehen könntest. Ja, wonach denn? Oh nun, warum die Harfe aufgehört hat zu spielen? Ist noch gar nicht so lange her. Was habt ihr Elfen immer mit Harfen? Dieser komische Finkelfahren aus Punin auch. Da wollte ich... Kennt ihr euch? Ja, natürlich. Oh, geht es um besagte Harfe, die er meint? Frage ins Off, nein, oder? Er meint die Harfe der Winde? Genau. Dann ist es nicht dieselbe Harfe. Nee, wohl nicht. Nee. Nee, es nein, geht, glaube ich, zeitlich nicht auf. Die Harfe, von der er spricht, ist woanders. Die ist zu Hause fast schon. Aha. Nein, ich meine die bei Sasandra. Das ist dort in die Richtung. Er zeigt raus aufs Meer. Naja, sie hat vor kurzem aufgehört zu spielen. Der Mann in Grün hat gesagt, dass es wohl 12 Jahre her gewesen sein muss. Ah, oh, ich erinnere mich an die Zeit vor 12 Jahren. Es ist gar nicht lange her, als gestern. Ganz genau. Es wäre gestern gewesen. Da haben wir die Zwerge aus... Also, ist ja auch egal, wo wir die Zwerge herausgeführt haben. Und das ist eine Zwergenangelegenheit. Aber ist ja auch nicht so wichtig. Und ich habe gesagt, ich würde mal nachsehen, wenn ich sowieso in der Nähe bin, warum sie aufgehört hat zu spielen und sie vielleicht wieder anschlagen. Aber ich mag nicht. Magst nicht, weil es stinkt. Es ist Darja. Es ist... Aha. Du verstehst es nicht, weil du aus Stein bist. Ja, ich bin felsenfest davon überzeugt. Nein, nur ein Spaß. Aber inwiefern ist es für dich beklemmend? Wenn man das Böse anfasst, fasst es auch einen selbst an. Und wenn man nicht aufpasst, packt es einen und nimmt einen mit. Ah, ihr habt Angst, versucht zu werden. So wie Abel mir. Der hätte fast den Splitter angefasst. Na, aber ich konnte ihn versteinern. Na, deshalb mit einem eisenharten Gemüt und einer felsenfesten Überzeugung müsst ihr euch nicht fürchten. Wobei, Mendarion, ihr wandelt eher im Wind, nicht wahr? Das ist wohl nicht eure Art. Nun, ich kann sicherlich schauen nach der Harfe, aber ich weiß nicht. Ich kenne mich mit Instrumenten jetzt auch nicht so gut aus. Außer dem Effathorn und der Flöte des Elementarherrn des Feuers. Und einer, Bauchtrommel, die ich einmal geschlagen habe. Das war lustig. Da waren wir, nun, es spielt ja eigentlich auch keine Rolle, aber wir waren in der Wildermark und haben so ein Fest gefeiert zu Ehren von Sokramor. Und da bin ich auf so einen Balken balanciert und in den Matsch gefallen. Und dann? Ja, und dann haben alle gelacht und ich habe auch gelacht. Dann haben wir viel getrunken und dann haben wir die Trommeln geschlagen. Ach, das war ein schöner Ausflug. Danach sind wir in ein Dorf gekommen, wo Rafim König wurde. Und dann habe ich eine Hexe aus ihrem Heiligtum heraustransportiert. Durch die Erde. Ja, sie wollte uns erst nicht gehen lassen, aber diese Hexe war ein bisschen sehr von sich eingenommen. Ich musste ihr erst erklären, wie das mit dem Zaubern überhaupt funktioniert. Ah. Das klingt aufregend. Oh ja. Ja, aber Menschen haben immer so seltsame Ideen dazu. Ich weiß auch nicht. Ja, die sind alle so ein bisschen blasiert, denn sie denken, oh, wir haben das Zaubern erfunden. Aber nun ja, wir Zwerge waren halt davor da und ihr Elfen zaubert ja auch anders. Also, wir nehmen die Kräfte real wahr. Sie brauchen immer diese Sternenkraft. Aber wir ziehen unsere Kräfte aus der Natur, aus den Elementen, aus der Welt, die uns umgibt. Wir sind nicht so beschränkt wie die. Ich nehme von niemandem mehr Kraft. Warum soll ich das denn tun? Die brauchen die doch. Nun, mir schenkt man die Kraft. Die Elemente fließen durch mich hindurch und ich gebe sie wieder. Ich bin quasi die Flussrichtung. Ich lenke, was sie schenken. Schenken und lenken. Das klingt gut, das sollte ich aufschreiben. Ich glaube, sie haben einfach nicht so viel Zeit, um sich mit ihrem Mandra einzustimmen. Und deswegen müssen sie es zwingen. Ja, ich glaube auch. Aber das ist in Ordnung. Nun, manche Dinge benötigen Zwang. Ganz im Ernst. Manchmal muss man eine Hecke beschneiden, dass sie auch wirklich in Form wächst. Das gehört mit dazu. Aber
Die Art und Weise, wie Sie die Magie wahrnehmen, ist nun mal falsch. Da kann man nichts machen. Olemin hat den Elfen erst relativ unfreundlich angeschaut, also für ihre Verhältnisse. Denn sie hat nicht vergessen, nicht gemerkt. Denn sie hat nicht vergessen, dass er ihr Date ruiniert hat. Aber wie er davon gesprochen hat, dass er Angst vor der blutigen See hat und versucht zu werden, ist ihre Miene etwas weicher geworden. Dann hat sie einfach nur verständnislos das Gequassle der beiden Nichtmenschen verfolgt. Und nutzt jetzt aber die Gelegenheit, um zu fragen, warum ist diese Harfe wichtig? Naja, sie fehlt jetzt im Lied der Winde. Ah, also geht es doch um die Harfe der Winde? Nein, nicht die, von der Finkelfahn gesprochen hat. Ich habe mit ihm gesprochen, ist noch gar nicht so lange her. Ich auch. Da wurde Abel mir aus der Akademie herausgeworfen. Was für ein blasierter Typ. Also, dieser Finkelfahn, es tut mir leid, wenn ihr euch nahesteht, aber... Er wusste ja von gar nichts. Oh, er hat viel vergessen, nicht wahr? Ja, wie sagt ihr, Badok, oder? Ja. Aber das ist in Ordnung. Aber um diese andere Harfe geht es doch nicht. Sie fehlt im Lied der Winde, wie ihr sagt. Ich verstehe, dass euch das bekümmert, aber ist das ein Problem für uns, Boltax? Nun, die Winde sind auf See schon relevant und je nachdem, welcher Wind fehlt, könnte das durchaus zu einem Problem werden. Nun, die Winde sind Effert's Diener, aber ich denke nicht, dass das von einer elfischen Harfe abhängt. Nun, nicht zwangsläufig Effert's Diener. Es gibt andere Winde. Und eure Rondra... bietet doch auch über ein, zwei Winde, nicht wahr? Ja, durchaus. Um ehrlich zu sein, da Effert nicht unbedingt mein Gott ist, könnte ich sie euch nicht alle aufzählen. Aber ich weiß, dass es sehr viele Winde sind und ich weiß nicht, ob darüber hinaus noch andere... nicht so wichtig. Nun, es gibt 12 an der Zahl und den Drachenwind. Nun, das ist der Böse. Den wollen wir nicht. Nun, ich denke, das ist offensichtlich bei dieser Zahl. Nun, sollten wir dort vorbeikommen, könnten wir uns sicher einmal umhören wegen dieser Harfe. Aber es klingt aktuell nicht danach, als sei das Anlass genug, um deswegen an einen bestimmten Ort aufzubrechen, oder? Nun, vielleicht anders gefragt. Mendarion, was bedeutet das Fehlen des Hafenklangs denn? Wie wirkt sich das Ganze auf das Gefüge der Elemente aus? Naja, es fehlt im Osten jetzt einfach der Ton. Das ist nicht so schlimm, wenn man nicht zu genau hinhört, aber es ist... Es fällt einem erst auf, wenn es fort ist. Wisst ihr, was ich meine? Ja. Außerdem nehme ich an, das bedeutet, dass das Loch im Wasser wieder offen ist, aber unsere Vettern von Meer sind schon längst nicht mehr hier, also wird das nicht so wichtig sein. Moment, Loch im Wasser. Sprecht ihr von dem Strudel vor Roland? Ich weiß nicht, wo das ist. Der Mann in Grün hat Südwall die ganze Zeit gesagt. Vielleicht nennt ihr Menschen das so. Kapok? Könnte geografisch hinkommen zu Lamin. Ja, Mann! Frau Mann, Kapitän Mann! Südwall, ist das in der Nähe von Roland? Ja, Mann! Roland ist die Insel, Mann! Mit der Stadt Roland, Mann! Und auf der Westseite von der Insel, einige hundert Meter weiter, gibt's Südwall, Mann. Danke. Gerne, Mann. Kapitän, Mann. Dann könnte an der Sache vielleicht etwas dran sein. Inwiefern? Ich bin nicht sicher, wie lang dieser Strudel schon... besteht, aber ich bin sicher, Havulgard wird das wissen. Und nun ja, dieser Strudel ist sicherlich ein Faktor in unserem Kampf gegen die schwimmende Heptarchie, wenn diese Harfe eine Möglichkeit wäre, etwas gegen ihn zu unternehmen. Könnte es sich vielleicht lohnen, sie nach ihr zu suchen? Nun, ja, definitiv. Oh, ihr Menschen seid so seltsam. Ihr müsst immer einen Nut für irgendetwas haben. Reicht es denn nicht, wenn es schön klingt?
Zulamin lächelt tatsächlich. Ja, ihr habt recht. Eigentlich sollte das genug sein. Und es gab eine Zeit, da war es das. Und es wird eine Zeit geben, da wird es das sein. Das hoffe ich sehr. Ach, das wird schon. Aber nichtsdestotrotz, Mandarion, du willst nicht mitkommen. Er sieht jetzt sehr hin und her gerissen aus. Also er scheint Zulamin nicht über. Er scheint genug Menschenkenntnis aufgebaut zu haben, um Zulamin nicht über den Weg zu trauen. Was die falsche Art von Menschenkenntnis ist, ich weiß, aber genau, Elfen halt. Also. Zulamin betrachtet ihn. Wir würden eurem Wunsch schon nachkommen. Ich bin mir allerdings nicht sicher, ob wir eure Möglichkeiten haben, diese Harfe zu finden. Und das ist ganz einfach. Ich habe es Abel mir schon erklärt. Du gehst einfach dahin, wo der Ton jetzt nicht mehr ist. Das klingt vernünftig. Genau, er zeigt wieder raus aufs Meer, irgendwo grob Richtung Nord-Nord-Ost müsste es sein. Egal, Richtung Norden raus halt. Dahin. Es kann höchstens 2 Tage zu Fuß sein. Nun, das ist sehr einfach herauszufinden, Zulamin. Wir müssen nur ein großes Feuer machen und gucken, wie die Winde wehen. Und dort, wo das Feuer nicht hingeweht wird, dort, wo kein Luftzug ist, dort fehlt die Harfe. Und dann müssen wir halt verschiedene Sachen anzünden und irgendetwas wird dann schon uns den Weg weisen. Nun, euer Optimismus in allen Ehren, aber... Ihr redet so viel von Anzünden in letzter Zeit. Ja, wie gesagt. Ja. Das ist das Versprechen, was ich gegeben habe. Ah, es war mit euch. Du darfst es nicht anzünden, so spielt man Hafen nicht. Diamant ist Zulamin. Ich habe Neuigkeiten. Sehr schön. Ist es etwas Geheimes oder könnt ihr es uns an Deck sagen? Nein, ich kann offen reden, das wohl. Also, ich war eben, wie gesagt, in den Effort-Tempeln. Der eine ist ja zerstört, der andere funktioniert noch. Aber da kriegt man vor allem dann bei den Seeleuten gute Informationen, solltet ihr euch merken. So, Tavernen. Wirklich? Ich habe die alle gefragt und die wussten, die konnten mir nicht helfen. Viele von denen waren sogar unfreundlich. Wer bist du eigentlich? Oh, ich bin Mandarion, wer bist du? Mandarion, lass sie ausreden. Also, ich habe eine Idee, wie wir neue Verbündete kommen. Olat, kennt ihr? Interessant. Ja. Oh, ein Zufall, wir sprachen gerade über Rulat und Strudel. Ihr spracht gerade über Rulat? Aha. Nicht so sehr über die Insel, aber erzählt weiter. Na, es gibt also dort... Ja? Also eigentlich sprachen wir über eine Harfe, die irgendwo in der Nähe von Rulat fehlt. Deshalb wollen wir nach Rulat fahren, um nach der Harfe zu suchen. Aha, okay. Verbündete, auf Rulat. Ich dachte, auf Rulat sitzt der Feind. Ja, tut er auch. Vor allem gibt's dort ein Gefängnis schon seit sehr langer Zeit. Dort wurden einige hochstufige, hochadlige festgehalten, die politisch sehr wertvoll waren. Naja, und einer dieser Hochadligen könnte jetzt dort drin sitzen. Und deswegen würde ich ganz gerne nach Perlstein. Das ist der Kerker. Kerker Perlstein. Habt ihr einen Namen für mich oder Gründe, inwiefern er ein guter Verbündeter wäre? Naja, den Verbündeten habe ich jetzt ja noch gar nicht genannt, aber Perlstein ist eben der Kerker, auf dem die wichtigen Leute damals eingekerkert worden sind. Dann hat Borberat diese Insel übernommen und ihn dann für seine eigenen Zwecke umgebaut. Nun, und dort soll wohl die Admiralin der Perlenmeerflotte sitzen. Also, Rulat ist so etwas wie Santobal. Bin mir nicht ganz sicher, was Santobal ist. Eine Gefängnisinsel, außerordentlich gut bewacht und die Gefangenen arbeiten sich da zu Tode in Diamantenminen. Wir haben da keine Diamanten, aber es ist ein sehr gut bewachter Kerker, ja. Wartet, wir waren... in Al-Anfa und sind nicht in die Minen gegangen? Ich bin schwer enttäuscht. Santobal ist nicht innerhalb der Stadt Boltax. Es befindet sich auf einer Insel im Südmeer. Aber ich meine, wir sprachen damals darüber. Wir sind sogar zumindest an der Insel vorbeigefahren. Können wir jetzt mal bitte bei Perlstein bleiben?
Ja, natürlich. Also kann zumindest... bleiben. Wir sind doch noch gar nicht. Aber vielleicht fahren wir dorthin und das wäre sehr gut für euch, denn es ist in der Nähe von dem Ort, wo ihr diese Harfe vermisst. Ich glaube, ohne mich findet ihr die nicht, so wie ihr sprecht. Das ist auch meine Befürchtung. Kapitana, darf ich vorschlagen, diese Unterhaltung auf geschlossene Räume umzuladen? Wir wissen nie genau, wer zuhört. Und sollten wir wirklich etwas planen, dann sollten unsere Feinde nicht davon gehört haben. Gut. Mendarion, wieso lauscht du nicht ein wenig dem Wind in den Segeln? Wir sind gleich wieder da. Na ja, gut. Ich kann euch auch von hier draußen hören, das ist gar kein Problem. Sie sieht Boltax fragend an. Kann er das? Naja, mit dem entsprechenden Zauber. Also, man kann seine Sinnesleistungen schon modifizieren. Und das würde dann bedeuten, dass er eventuell wirklich jedes Kriechen auf diesem Schiff wahrnehmen kann. Ich kann ihn einfach vom Bord schmeißen, das wohl. Nein, das brauchst du nicht. Er ist ein geschätzter und geladener Gast. Na schön, dann kann er ebenso gut mitkommen. Muss ich? Nein, aber du kannst. Lass es einfach. Und dann bleib ich lieber hier. Da drin ist es so schrecklich stickig. Dann, Frage an Abel, mir und Rafim, wenn ihr dann das erste Mal wieder an die Bibliothek herantretet. Beziehungsweise Rafim mit einem großen, schweren Balken jeweils links und rechts auf seinen Schultern dann herantritt. Wollt ihr jetzt tatsächlich die Bibliothek wieder mit aufbauen? Wir würden mal anfangen wahrscheinlich, irgendwie Grundlagen zu legen, weil sie erstmal wahrscheinlich die Dächer dicht zu machen, wahrscheinlich erstmal grob. Und ja, also Grundmaßnahmen, wir haben jetzt nicht so wahnsinnig viel Zeit vermutlich. Ja, gut. Wenn ihr sonst nichts weiter vorhabt, dann könnt ihr das tun. Dann ich meine, wir wissen ja nicht, dass irgendwas Dramatisches passiert, also... Nö, genau. Gut, dann gib mir mal bitte eine, Zimmermannsprobe. Oder ich hab noch Holzbearbeitung. Das ist ja auch eine Holzbearbeitung, aber da möchte ich eine plus 10 haben. Okay. Das nachbleibt. Kein Problem. Ich hätte Zimmermann. Aber okay. Oder plus 5. Machen wir eine plus 5. Ich hab Zimmermann. Wenn ihr noch andere Talente habt, die ihr einbringen könnt. Mechanik brauchen wir noch nicht, weil wir noch nur mit Holz arbeiten. Plus 10 geschafft. Steinbearbeitung wäre aber auch eine Möglichkeit. Mal eben schauen. Steinmetz? Steinmetz würde ich annehmen, ja klar. Es ist ja, um Fundamente dann wieder auszubessern. Misslungen. Ja, Rafim, du bist so ein bisschen dabei, so die großen Holzlafetten dann nach oben zu hieven, so brutal schwere Balken, auf denen dann andere Balken ruhen können. Und während du da so ein bisschen die Holzhölzer aufeinander stapelst, siehst du, wie Abel mir so ein bisschen an irgendwelchen Mauerteilen herumdrückt und dann stürzt die Mauer ein und deine Lafette, also, die du dann eben aufgebaut hast, ebenso. Ich kann nur Baukund anbieten, um das nicht geschehen zu lassen. Nee, dein Schicksalspunkt. Nö, darf ich nicht. Ja. Ja, und so drückst du ein bisschen herum an den Stein und das Ganze stürzt wieder ein, was er auf ihm eben aufgebaut hat. Oh, das hätte ich wohl nicht anfassen sollen. Naja, was soll's. Ja, aber mir, willst du mal den Balken da hochheben oder nicht? Nee, also musst du ihn schräg halten. Ja, genau an diese Stelle. Ja, wunderbar. Ich wollte ihn anleiten. Ich sah viel besser drin als körperliche Arbeit. Ja, danke für deine mehr als hilfreichen Vorschläge, Abel mir. Und nicht verfallen lassen. Ja, so ist es richtig. Wunderbar. Nun, etwas hier rüber. Ja, genau. Passt. Ja, Abel mir, weißt du was? Ja? Du hast sehr viel Glück, dass ich dich mag. Ja, ich weiß. Ich mag dich auch sehr. Ja. Wollen wir daran festhalten, Neymar? Ja, ja. Nun, Au, oh, jetzt ist er mir auf den Finger gefallen, Abel mir. Ja, dann muss ich doch vorsichtig sein. Nun, den anderen Balken jetzt hier lang und dann können wir die Querbretter legen. Ja, und während ihr gerade dabei seid, könnt ihr wohl sehen, wie Wolfen Tannhauser irgendwie verschwunden ist. Eben hat er wohl noch Bücher sortiert, mittlerweile könnt ihr ihn nicht mehr sehen und ihr seid alleine auf der Baustelle. Vielleicht sollten wir wirklich ein paar Handwerker organisieren. So kommen wir nicht voran. Abel mir, ich habe jetzt schon zwei Balken hier hochgelegt. Ich leg die anderen zwei Balken hier jetzt auch noch drüber. Dann nageln wir da ein paar Bretter drüber und dann ist es hier trocken in der Bude. Das ist aber nicht wirklich künstlerisch wertvoll.
Nee, aber trocken. Ja, fürs Erste wird es wohl lang, aber dauerhaft können wir das wohl nicht lassen. Ja, könnte ja unser gemeinsames Projekt werden, Abelmir. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass wir in letzter Zeit gar nicht mehr so viel zusammen machen. Ja, würfel mal auf dein Selbstbeherrschung erschwert um Agrimotsch Agrimot waren. Okay, lass mich kurz gucken. Agrimot waren es durch 7. Wenn du noch irgendwelche anderen Nachteile hast, die du einbringen könntest. Ich glaube sonst nicht, ne, in der Hinsicht. Selbstbeherrschung plus 7, warte mal kurz.